Ich begrüße euch ganz herzlich zum Wochenstart, ihr Lieben. Ich habe mich fertig gemacht für die Hunderunde, dementsprechend. So Alltagsstyle. Ich hatte aber kurz vorher noch den dringenden Impuls, ein Portaltag-Orakel zu legen. Ich habe den Eindruck, bums, heute wird der Schalter umgelegt. Was ich so mitbekommen habe, war die letzte Zeit für viele echt herausfordernd. Herzschmerz, Kummer, Schuldgefühle. Wut, alles ist nochmal an die Oberfläche gekommen. Ja, und bin heute Morgen wach geworden. Meine Augen, die fühlten sich schon so nach Portaltag an. Da habe ich mal geguckt und tatsächlich, heute ist einer. Und schauen wir mal, was der dir denn so offerieren möchte. Natürlich ist und bleibt das hier ein allgemeines Orakel. Heute Abend kommt auch mal wieder was in puncto Liebe. Aber wir haben ja auch noch uns Mädels und Jungs. Also, ne, ihr wisst, die meisten, die mir zuschauen, sind Frauen, zumindest die offiziellen. Und um was geht es gerade, Spirit? Du darfst dich auch mal ausruhen. Du hast in diesem Prozess so viel auf die Beine gestellt und immer wieder Brücken gebaut und immer wieder die Hand ausgereicht und immer wieder Hilfestellungen geleistet. Jetzt bist du dran. Jetzt darfst du dich ausruhen und dich mal ein Stück weit mehr auf dich besinnen. Ich habe Menschen mitbekommen, die darüber bald zerbrochen werden, über diesen Seelenprozess, in dem viele eben stecken, die in meinem Kollektiv sind. Ich habe Menschen mitbekommen, die zig Kilo abgenommen haben, die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Und jetzt geht es um dich. Um dich. Und nochmal um dich und darum, dass du dir deinen Wert wieder zurückeroberst und dich an allererster Stelle, an allererste Stelle stellst. Die Energien, die heute unterwegs sind, wie sind die denn, Spirit? Genau, deinen Wert dürftest du mittlerweile erkannt zu haben. Du bist ein Wesen, was treu ist, was fürsorglich ist, was aber auch verlässlich ist. Wenn du ein Wort sagst, dann kannst du dazu, also dann stehst du dazu, da muss dann auch niemand auf dich warten. Es gibt ja auch die Menschen, die versprechen dir das Blaue vom Himmel runter, nichts passiert, aber so tickst du nicht. Du bist sehr gutmütig, du bist sehr fantasievoll. Und all diese Fantasie, diese Kreativität und dieser Schwung, dieser Pep ist dir in der letzten Zeit ordentlich abhanden gekommen. Jetzt geht es darum, bam, dich da wieder aufzustellen und zu motivieren, wieder in deine Kraft zurückzufinden. Und jeder, der mitkommen will, der darf das tun. Und jeder, dem das zu anstrengend ist, der darf sich ja auch gerne eine andere Bande suchen. Was darf man sich denn heute wünschen? Natürlich alles, was du willst. Das Portal steht weit offen. Aber das Universum hat ja auch immer einen Tipp auf Lager. Ich halte mich heute kurz. Heute Abend wird es ein bisschen ausführlicher. Entgifte dich. Ja, da haben auch manche mit angefangen. Das ist immer so schön, dass das so kollektiv stattfindet. Ne? Man darf ja nach meinem Empfinden so alles zu sich nehmen, wo der Körper nachruft, weil irgendwo hat das immer eine Daseinsberechtigung. Wenn aber Dinge so ritualisiert ablaufen, wie das Gläschen Wein, das Gläschen Bier, die Zigaretten eine nach der anderen, dann darf man doch mal überprüfen, wo ist denn da die Mäßigkeit verloren gegangen? Und vielleicht ist das gerade noch mal so ein Punkt, wo jeder für sich gucken darf, wovon darf ich mich entgiften? Zum Beispiel tut es auch schon mal ganz gut, wenn man sich befreit von Ballast. Manchmal sind die Schränke so voll, dass man da ja nicht alles drin wiederfinden kann. Dann darf man auch mal gucken, brauche ich das alles wirklich oder kann ich es vielleicht weitergeben an Leute, die das dringender nötig haben als ich. Werfen wir mal den Blick auf den heutigen Tag. Was kommt denn auf dich zu? Was kommt denn auf dich zu? Ja, da ist auf jeden Fall ein Heilungsprozess gestartet. Und das schon vor einiger Zeit. Ja, ich sag doch, der Spaßfaktor, der kommt wieder zurück. Du kriegst deine Energie wieder. Vielleicht hast du in den letzten Wochen auch schon mal in den Spiegel geguckt und hast gedacht, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Was ist denn hier passiert? Die Heilung kommt in Gange und nicht nur so für dich und dein Leben, sondern auch
dadurch, dass du dich aus den Fesseln deiner Ahnen so weit es möglich war befreit hast. Es wird wahrscheinlich lebenslänglich immer noch mal ein bisschen was aufploppen. Aber ja, wir sind Menschen, ne? Und da muss ja nicht alles perfekt ablaufen. Es zeigt sich ja an, dass dir heute ein Grund zur Freude beschert wird mit einem Menschen, mit dem du auch in irgendeiner Form einen Seelenvertrag hast. Das kann ein Kind sein, das kann eine Tante sein, eine Mutter sein oder aber gar der Seelenpartner, mit dem du zu tun hast, gibt es heute Spaß. Ja, du bekommst ein Geschenk von ihm, weil ich glaube, ihm ist so übers Wochenende ein kleines Lichtlein aufgegangen. Dann nehme ich nur noch einen Impuls für den heutigen Tag mit und wie gesagt, der Bex wartet oben. Das ausführliche Dings kommt dann später. Ja, ich hoffe, dass die Welle bei euch auch ankommt, weil das ist wirklich sowas wie, wie soll ich das sagen, eine Rundumerneuerung. Gestern war schon gut, vorgestern war schon gut, aber heute kam noch mal so ein Klatsch Energie dazu. Und da muss ich sagen, dann kenne ich mich auch wieder. Ich folge dem Weg der Wahrheit, bin aufrichtig, offen und ehrlich. Ab sofort öffne ich mich der einen Wahrheit und lasse mich nicht mehr von Unwahrheiten blenden und verleiten. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt, aber nur eine Wahrheit, die sich selbst genügt, und das ist deine. Ich wünsche dir den Frieden. Wir hören uns gerne wieder heute Abend, wenn du möchtest. Und bis dahin, lass dir gut gehen. Bleib mir gesund und lass das Herz regieren. Bis dann.